Oh. Und du bitte hier hoch. Achso, du hast sie von da unten aus hochgegraben, okay. Ein Militärzwerg ist hier. Der andere, dem helfen wir mal ein bisschen nach. Wie sieht es mit dem Jungzwerg aus? Der braucht noch eine Stufe. Und hier wäre noch ziemlich viel Gold eigentlich. Ja, mir machen nur die beiden Schützen gerade etwas Sorgen. Graben wir uns mal vorsichtig in die Richtung weiter. Bis wir kurz vor dem Raum sind. So. Okay, einer portet sich hoch. Beide haben sich geportet. Im Nahkampf können die aber zum Glück nichts, die beiden. Einer ist schon mal hier. Der zweite folgt auch gleich. Dann kommen wir hier unten schon mal an das Zeug hier ran. Na gut, hier wäre ziemlich viel Platin. Hier ist aber auch ziemlich viel Eisen. Zum Beispiel direkt unter uns. Hier wäre Eisen. Hier wäre Eisen. Jo, hier ist auch noch mehr Eisen. Hier ist sehr viel Eisen. Und dort sind noch viel, viel mehr Räume. Ach du meine Güte. War es gut, dass ich vier Bergarbeiter mir geholt habe. Also mir einen vierten Bergarbeiter geholt habe. Hier oben wäre noch mehr Stein und so. Und ich glaube, ich verschiebe mal eins der guten Betten hier runter. So. Weil hier oben brauchen wir 5 Betten, reichen vollkommen aus. So. Wir haben ja zur Not auch noch Stühle. Das war nur ein kleiner Eisenvorrat, aber hier ist jede Menge Eisen noch. Der Eisenvorrat ist aufgebraucht. Ja, wichtig ist es, dass wir irgendwie in den Raum reinkommen. Und dann das Turmalin. Hier würde ich auch gerne noch rankommen. So. Jo. Das ganze Platin, was hier so ist, das brauchen wir jetzt erstmal. Ah doch, wir können es ausgraben. Wir haben ja die Anzahl unserer Kisten vergrößert. Wie lange noch, bis du Level 5 bist? Dauert noch ein bisschen. Oh, ist sehr schön. Das bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg. Hier weiter zu graben. So, von hier aus kann ich hier rüber graben. Und wir haben genug Gold ausgehoben, um aufs Maximal... Achso, ich habe ja die Goldvorräte, die da waren, geklaut.
Da unten wären noch Räume, aber nach unten können wir uns nachher buddeln. Buddeln wir uns auch mal hier rein. Hier hätten wir wieder Eisen. Was sagt mein Jungzwerg? Der sagt, er braucht noch 2 Ticks. Oh. Wieder eine Goblin-Behausung, aber diesmal sind es schwächere Goblins. Sind aber halt Nahkämpfer. Aber sie bewachen verdammt viel Gold und Eisen. Oh. Achso, sie porten sich hier rein, okay. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. So, du kriegst jetzt deine Feuertaufe. Am besten gleich ganz spezialisiert. So. Ja, gut. Er wirft. Er spackt nicht. Wenigstens nicht rum, er wirft. Auch wenn er noch nicht sonderlich gut ist. So, das war deine Feuertaufe. Dann kannst du erstmal wieder hier hoch. Denn ich stelle dir erstmal... Ah, wir haben ein zwei Schatzversteck gefunden. Ich stelle dir jetzt erst einmal hier wieder 2 eiserne Trainingspuppen zur Verfügung. Und in dem Schatzversteck ist Titan. Titan lasse ich mir definitiv nicht entgehen. Das brauchen wir nämlich nachher, wenn wir noch 2 Forschungspunkte haben. So. Hier drüben können wir wieder eine Treppe nach oben bauen. Können wir Ständer hier verkaufen, der Weg ist. Jo, du trainierst. Sehr gut sogar. Ja, Level 6 ist gut. Und ich glaube, ich mache dich zu einem Scharfschützen wieder. Musketenschützen sind zwar ganz nett. Aber bis man die Grenadiere soweit aufgewertet hat, dauert es ewig. So, hier wollen wir als nächstes hin. Großartig, jetzt haben wir fast alle von ihnen gefunden. Noch eine Tafel bleibt übrig. Jetzt aber mal im Ernst, was ist an einfachen Schlüsseln falsch? Die Elfen waren wirklich dumm. Naja, da hätte sich der Goblin-Schamane die vielleicht unter den Nagel gerissen. Oh, hi. Noch so ein Raum. Das ist eine Goldtruhe. Aber die gibt Holz. Okay. Aber hier unten wären halt schön viele Ressourcen, die wir gebrauchen könnten. Und noch ein schöner Schatzhort. Oh, hier unten ist ja noch mehr Eisen.
So, jetzt die Nahkämpfer-Spezialisierung. Jetzt könnten wir die beiden schon mal zu unseren Super... Das ist nicht gut übrigens, dass du so wenig Life hast. Ah, dich bringe ich in Sicherheit. Mein zweiter Militär, dritter Militär, der sollte sich beeilen. Jetzt kümmert euch bitte um den, bevor der nächste kommt. Ja, das sieht okay aus. Okay, der ist jetzt dort drüben gefangen. Das ist okay soweit. Und ich sollte wirklich noch ein paar Truhen errichten. So. Oh Mann, jetzt kommt der schon wieder. Ah, aber er hat sich etwas hochregenerieren können. Wo ist mein dritter Militär? Da ist er. So. Gut. Jetzt würde ich euch bitten, das Titan da zu holen. Wir brauchen nämlich dringend die stärkeren Krieger. Also Nahkämpfer. Also das Titan, das Titan, das Titan hier. Und sobald die Truhen fertig sind, schnappen wir uns das ganze Gold hier. So, graben wir mal hier rein. Hier ist nämlich das. Hier sind nämlich doch die einzigen Räume auf der Seite. Danach müssen wir irgendwann gucken, dass wir auf der Seite weitermachen. Und irgendwie hier runterbuddeln noch. Oh. Ah. Das ist auch wieder nur Schatzversteck, okay. Das ist wiederum nicht so okay. Fällt gleich der nächste hier runter, oder? Nein, der gräbt noch Titan aus. Na komm. Jetzt fährt er hier runter.